Hi, hier ist der Schuh von Curved und wir melden uns hier vom Motorola Event und an meinem Arm seht ihr hier schon, das ist die Moto 360. Die ist jetzt hier eben vorgestellt worden und man kann sie auch bald käuflich erwerben. Zum ganzen Äußeren, ich mache sie mal dafür ab, damit wir es auch ein bisschen besser sehen, denn auf der Unterseite befindet sich nämlich auch noch eine kleine Besonderheit dieser Uhr, die man dann eben auch nutzen kann im Betrieb. So, erstmal zu den ganzen Äußeren. Das ist hier ein kompletter Metallrahmen drumherum gebaut und hier vorne ist immer Gorilla-Glas auch noch. Jetzt seht ihr hier schon eine kleine Eigenheit von der Uhr. Es ist natürlich vom Display her nicht komplett rund. Da unten ist nämlich noch ein Sensor versteckt und deshalb ist es hier irgendwie so ein bisschen abgeschnitten. Hier auf der Seite dann noch der Knopf, um es eben halt aufzuwecken oder in den Sleep-Modus zu versetzen. Lederarmband hier, da gibt es auch noch diverse andere Armbänder, die man sich dann immer komplett erwerben kann. Und dann hier natürlich auch noch ein kleines Mikrofonlöchlein. Auf der Rückseite sieht man hier jetzt schon diese eine kleine Eigenheit. Da ist nämlich, kann man nämlich auch seinen Puls messen lassen. Das habe ich schon vorhin irgendwann ausprobiert. Das funktioniert auch ganz gut. Und wie man sieht, ist das hier kein Metall. Es ist ein bisschen Plastik, aber trotzdem immer noch sehr schön gemacht. Sehr hochwertig sieht das eben halt aus. Es fühlt sich leichter an, als man eben halt denkt. Man denkt, es ist wirklich auf den ersten Blick ziemlich klobig, ist es aber nicht. Es fühlt sich sehr, sehr leicht an. So, und alles andere ist ja Android Wear. Die Auflösung ist hier 320x290. Der Akku, der innen drin verbaut ist, ist im Vergleich zum LG G-Watch A kleiner. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass es ein bisschen weniger eben halt hält. Im Laufe des Tages müsste man das eben halt aufladen. Dafür gibt es hier, wie ihr gesehen habt, keinen Anschluss für ein Micro-USB oder irgendwelche Kontaktstellen, die man dann für eine Ladestation bräuchte. Die Ladestation funktioniert anscheinend ja komplett über Induktion. Man muss sie einfach nur reinlegen und dann schaltet sie auch in einen besonderen Modus eben halt um, sodass es eben halt ein bisschen abgedimmter ist und man dann es auch als Art, ja, wie soll man sagen, Wecker verwenden kann, Uhr am Nachttisch und so weiter fort. Ja, das soweit zu der Moto 360. Preise und Verfügbarkeit findet ihr am besten in unserem Artikel oder unten in der Beschreibung da drin. Die nenne ich jetzt einfach nicht. Ihr sollt ja auch mal bei uns auf die Seite gehen einfach mal und nicht nur ständig unsere Videos immer gucken. Wenn ihr das Video trotzdem halt mögt, dann liked es bitte und schaut euch auch unbedingt die Videos an zu dem Moto X, das wird euch Amir dann eben halt zeigen, und auch zu dem Moto G. Die beiden Geräte wurden auch noch vorgestellt. Alle weiteren Informationen zu der IFA findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite und die heißt curved.de.